in den Face-to-Face-Veranstaltungen und Seminaren erlebe ich immer wieder, dass sich viele Menschen schwer tun, offen die Meinung zu sagen. Es gibt extrovertierte Menschen, für die ist es völlig normal und klar, dass die da ihre Position beziehen und nachfragen und ihre Themen machen. Dann gibt es aber genauso auch die anderen, die etwas andere Sozialisierung erlebt haben, die nicht so offen damit umgehen. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich in soziale Netzwerke reingehe und schaue, wie offen da Menschen sich mitteilen und wie interessant und wie viel Anteilnahme da auch genommen wird. Warum lernen wir nicht daraus für unsere tägliche Praxis? Mir sind mal 7 Punkte so durch den Kopf gegangen, die ich einfach an der Stelle mal weitergeben möchte. Wenn du jemanden vermisst, dann kontaktiere ihn doch, wie im sozialen Netzwerk auch. Ruf ihn an. Du möchtest dich mit jemandem treffen, lade ihn ein. Du willst verstanden werden, erkläre genau das, was du da auch denkst. Du hast eine Frage, stelle sie. Dir gefällt etwas, lobe es, teile es mit anderen. Das passiert dort tagtäglich, mir gefällt. Schon seit Jahren ist in jedem Training ein Thema, wer fragt, der führt. Warum tun wir es nicht? Du liebst etwas, erzähl es. Eins steht fest, niemand kann wissen, was in eurem Kopf, in ihrem Kopf vorgeht. Erklären ist immer besser als erwarten. Mut tut gut. Und warum kompliziert leben, wenn es nicht auch einfach geht?